Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Feiertage sind eine feine Sache, und Berlin hat viel zu wenig. Das stellte gestern eine Boulevardzeitung fest. Wir Berliner, behauptet dieses Blatt, lungern 9 Stunden am Tag herum, auch am Arbeitsplatz. 7,2 sei ein Bundesdurchschnitt. Das ist kein Wunder. Die anderen haben mehr Feiertage und müssen nicht während der Arbeitszeit abhängen. Und früher war das auch bei uns anders. Nämlich, im Mittelalter gab es bis zu 200 Feiertage im Jahr. Selbst spitze auf Knopf rechnende Sozialhistoriker kommen auf mindestens 100 Nichtarbeitstage. Das heißt, praktisch gab es um 1500 im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation die 5-Tage-Arbeitswoche. Tolle Sache. So, kein Wunder, dass sich das aufstrebende städtische Bürgertum der Thesen eines rabiat gewordenen Wittenberger Theologieprofessoren bemächtigte, der lakonisch bemerkte: Freunde, von der Arbeit stürbet niemand. Alle Reformatoren gingen im Prinzip davon aus, dass der, jetzt im Ernst, mündige Christ sich nicht sklavisch an von der Obrigkeit gesetzte Festzeiten halten müsse, wenn er denn sein gesamtes Leben, Kollegin Seibelt, als Gottesdienst begreife. Dem Feiertagswesen stand die Reformation durchaus ablehnend gegenüber. Luther stellte 1519 fest, dass der, ich zitiere, liederliche Müßiggang, der die Feiertage präge, mehr Sünde als Gottesdienst sei. Und jetzt kommen Sie hier an und wollen zur Jubelfeier eben dieses genuinen Feiertagsgegners einen arbeitsfreien Feiertag installieren. Und das auch nur einmalig. Um Gottes Willen, das wirft natürlich die Frage auf, ob wir nun bei allen bedeutenden Jubiläen mit einem einmaligen freien Tag rechnen dürfen. Ein Rat an Sie, Herr Bürgermeister Henkel: Planen Sie bitte für den Berliner öffentlichen Dienst, in 2 Jahren einen zusätzlichen Brückentag ein. Der Reformationstag fällt auf einen Dienstag. Und wir wollen die Zeit zum liederlichen Müßiggang doch nicht verschenken. Obwohl, ich bin mir sicher, die Lobbyisten des Einzelhandelsverbandes reiben sich jetzt schon Daumen und Zeigefinger, denn unter Garantie wird der 29. Oktober 2017 ein einkaufsoffener Sonntag. Da ignoriert man natürlich gern, dass es Martin Luther vor 500 Jahren mit der Austreibung der Wechsler aus dem Tempel verdammt ernst meinte. Und jetzt kommen Sie mir bitte nicht damit, dass ich als Linker die Bedeutung der Reformation beschädige. Mitnichten. Das machen schon die evangelischen Bischöfe selber. Zitat: Für uns ist klar, hören Sie bitte genau zu, für uns ist klar, dass wir die Reformation nicht als ein antirömisches Ereignis gestalten wollen, sagte, na wer? Der sächsische Landesbischof Jochen Buhl. Reformation und nicht antirömisch, sind wir im falschen Film? Luther, Melanchthon, Bugenhagen und Calvin betrieben die Sache dezidiert als antirömisches Projekt. Nichts anderes. Rom hatte es verstanden und das Trienter Konzil in der Folge dann auch. Gut. Aber bei Bischof Buhl findet sich ein leicht jesuitischer Haken. Wenn der Reformationstag nicht seines historischen Kernes entledigt wird, jetzt wird es sehr ernst, steht natürlich auch in Berlin die Frage nach dem katholischen Allerheiligen am 1. November. Ich sehe schon einen Endlosstreit von Theologen und Rechtsgelehrten auf uns zukommen. Sie müssen es dann ausbaden mit Eskalationsgefahren. Religionskriege entzündeten sich oft an Banalitäten. Und wir wollen doch nicht, dass unser regierender Fürst, jetzt ist er nicht da, und sein Stadtvogt aus dem Fenster gestürzt werden. Daher unser Vorschlag, und das meine ich jetzt sehr ernst: Lassen wir diese Albernheit mit dem einmaligen Reformationstag, führen wir ihn auch in Berlin als dauerhaften, arbeitsfreien, gesetzlichen Feiertag ein. Das wäre konsequent. Und um des lieben Friedens Willens, aller Heiligen gleich mit. Damit hätten wir immer noch 2 Feiertage weniger als in Süddeutschland, und wir wären wieder bei Luther, der von seiner sturen Feiertagsfeindlichkeit am Ende seines Lebens abwich. Die Christen, sagte er, können wohl ohne solche Stücke, er meinte Feiertage, geheiligt werden und bleiben. Aber um der Kinder und des einfältigen Volks willen, der meinte uns, ist's fein und gibt eine feine Ordnung, dass sie eine gewisse Zeit, Stätte und Stunde haben, danach sie sich richten.
Also lasset uns Kinder werden, ein einfältig Volk sind wir ja eh schon, und einer so multikulturellen, das ist mein Schlusssatz, einer so multikulturellen und multireligiösen Stadt wie Berlin stünde es sehr gut zu Gesicht, wenn wir sozusagen unser freies Kontingent, was wir dann immer noch am Plus haben gegenüber den süddeutschen Landsleuten, wenn wir davon 2 Tage nehmen und sagen, ja okay, einer dann noch für das Opferfest und einen für Purim. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.